Eines Tages habe ich diese Rastlosigkeit in den Knochen gespürt. Ich kann es nicht erklären. Ich bin aufgewacht, habe den Horizont gesehen und musste einfach aufbrechen. Meine Frau habe ich dort zurückgelassen. Sie lag noch in unserem gemeinsamen Bett. Er schließt einen tiefen Seufzer aus. Sehnsucht breitet sich kurz auf seinem Gesicht aus, doch er verscheucht sie mit einem zögigen Stirnrunzeln. I don't know what's waiting for me out here in the dead fire. But I have hope this will be my biggest adventure yet. Ich weiß nicht, was da draußen im Todesfeuer auf mich wartet, aber ich hoffe, dass es mein bisher größtes Abenteuer wird. Ja, kannst du mir beibringen, was du gelernt hast? Listen to my long tale. I suppose you are owed a trick or two. For the low price of 3000 copper. Naja, du hast dir meine lange Geschichte angehört, also schätze ich, ich kann dir den ein oder anderen Trick schulden. Für einen geringen Preis von 3000 Kupferstücken. Sprengstoff und Mechanik, das nehme ich einfach mal an. Much obliged. Vielen Dank, weil Mechanik ist nie verkehrt. Und ich kann es mal ausprobieren. Er wühlt durch seine Taschen und zieht mehrere Schlösser heraus, die er auf seinen Reisen gefunden hat. Er lässt sich dieses Schloss bearbeiten, misst, wie lange du brauchst, um es zu knacken und regt dich dazu, es wieder und wieder zu versuchen. Zufrieden damit, dass du nun fingerfertiger geworden bist, zeigt er dir, wie du leichten Sprengstoff aus Schwarzpulver, Pergament und Schnur herstellen kannst. Nachdem du demonstriert hast, dass du den Sprengstoff herstellen kannst, ohne dich oder jemand anderes dabei in die Luft zu jagen, wünsche dir viel Glück und schick dich fort. Du hast Elias Zellens Training gelernt. Ist das jetzt hier irgendwo vermerkt? Wahrscheinlich hier, oder? Ja, das kann aber nur ich, gell? Ja, hier sehe ich es nirgends. Ist nur bei mir. Das heißt, wenn ich hier bei Mechanik gucke, habe ich 7 plus 1 durchs Training. Mhm. Okay, das ist schon mal sehr praktisch und ich glaube, er kann mir nichts mehr beibringen. Hast du eine Buchempfehlung für mich? Kann ich dir helfen? Kannst du mir beibringen, was du auf der Reise gelernt hast? Elaborate would require a well-equipped workshop at about 40 pounds of fertilizer. Dir etwas noch Komplexeres beizubringen, würde nach einer gut ausgestatteten Werkstatt und etwa 40 Pfund Düngemittel verlangen. Du bist mit dem zufrieden gehen, was ich dir gezeigt habe, und den Rest selbst herauswählen. Er lacht leicht, ein kleines Lächeln liegt auf seinen Lippen. Dann gehe ich mal. What can I do for you? Leb wohl. Eine Magierin zu haben wäre eigentlich nicht schlecht. Patron. I was playing dice and gambled on a sure thing. Ja, Hacker. Tja, die freikaufen können wir wohl nicht. Piet. Oh, Götter, seid mir gnädig. Die Kabine ist bequem und ruhig gelegen. Perfekt für diskrete Geschäfte. Ja, das kennen wir ja. Gekrümmt auf den Händen und Knien, zittert und in Schweiß gebannt, stöhnt der Pirat voll Schmerz. Verflucht sei meine gottverdammte Seele und meine Dummheit. Undra, hol mich jetzt. Was ist los mit dir? Didn't know if we'd be able to get away, so I swallowed down my most valuable possession. Ngati's black tear, gemstone, about the size of my fist. Mein Schiff wurde angegriffen und von Piratenjägern geentert. Ich wusste nicht, ob wir da auch davon kommen konnten. Also verschluckte ich mein wertvollstes Eigentum, Ngati's schwarze Träne, ein Edelstein etwa so groß wie meine Faust. Of course now it ain't coming out of either end. Been trying all manner of foul concoctions to no effect on account of my stomach being too strong. Years of sailing the storm-wrecked seas will do that to you. Jetzt natürlich kommt er gar nicht mehr raus, aus keinem Ende. Ich habe alle möglichen stinkenden Gebräue ausprobiert, aber nichts hat gewirkt. Mein Bauch ist einfach zu eisern. Das kommt davon, wie man jahrelang über die stumm gepeitschte See segelt. Started feeling an intense pain 2 days ago. I think I might be dying. I can't even crawl no more. Vor 2 Tagen bekam ich plötzlich starke Schmerzen. Ich glaube, ich könnte bald sterben. Ich kann nicht einmal mehr kriechen. Wie kann ich helfen? Duke, whatever you gotta do, just make it happen before this cursed gem kills me. Give me
something strong enough to upset even my iron guts. Ich habe einen stinkenden Schleimer. Lass mich kotzen, was auch immer du tust. Tu es, bevor dieser verfluchte Schleim mich umbringt. Wo mir etwas so stark genug ist, dass sogar mein eiserner Bauch es nicht verträgt. Rosanella's got a stand in a radiant cold. She's been supplying me with some experimental concoctions. Tweaking them after. Tell her, the last one actually came close to working. Rosanella hat einen Stand im strahlenden Hof. Sie beliefert mich mit einigen experimentellen Gebräuen. Danach optimiert sie sie. Sag ihr, das letzte hat fast funktioniert. Eisenbauch. Aufgaben, Eisenbauch. Eisenbauch Pietro hat einen wertvollen Edelstein in ganz schwarze Tränen verschluckt, um dessen Diebstahl zu verhindern, aber seine Verdauung kommt nicht damit klar. Ich habe ihm meine Hilfe dabei angeboten, den Edelstein aus ihm rauszuholen. Sprich mit Rosanella am strahlenden Hof über ein medizinisches Präparat, das Pietro helfen könnte, den verschluckten Edelstein wieder auszuscheiden. Ja. Kabinenjunge und du, der Dämon. Okay. Die Decke ist mit etwas verschmiert, von dem du hoffst, dass es getrocknetes Bier ist. Andres crushing void, I'm starved. Bei uns sehr, ich bin halb verhungert. Was ist mit dir? Aren't you a handsome one? Die ist alt und so leicht, fast leicht bekleidet. Doch meine Güte, bist du aber hübsch. Eine ältere Frau betrachtet dich von oben bis unten und lächelt, wodurch man mehrere Goldzähne in ihrem Mund sieht. Brauchst du Hilfe mit irgendwas, mein Liebster? Was machst du hier? I entertain, of course. Oh, lieber nicht. Ist es nicht offensichtlich? Und ich unterhalte, was sonst? Sie tanzt ein bisschen und unterbricht sich dann lachen. It'll cost you 50 pies, naturally. And don't let the wrinkles fool you. I'm still young at heart. Das kostet dich more experience than most. Entschuldigung. Das kostet dich natürlich 50 Pires. Allgemeine Währung der Valianischen Republiken. Und lass dich von den Feinden nicht in die Irre führen. Im Herzen bin ich noch jung und habe mehr Erfahrung als die meisten. Sie kichert. Nein, leb wohl. Und du da? Was haben wir denn hier? Ein junger Mann, der in knallenges Leder gekleidet ist, betrachtet dich kurz von oben bis unten. Ihm muss gefallen, was er sieht, da er breit lächelt und seine Lippen etwas offen stehen. Wie kann ich deine Sorgen vertreiben, mein Freund? Leb wohl. Go pester someone who cares. Ja. Gut, gehen wir dir noch mal trinken. Oh, thank you, Patron. I'll be debt free in no time. Oh, thank you, Patron. Noch eins und noch eins. Wir haben noch immer 35.000, das ist alles gut. Also ja, der strahlende Hof. Den nehmen wir aber als letztes. Das hier sieht seltsam aus. Prinzipi. Das sieht so aus, als ob wir hier richtig wären. Ja, zum Freudenfeuerturm. Ja, Furante. Gehen wir nochmal hier hoch, weil hier ist ein Seitending. Chorus Captain. Ja, Forantes Studierzimmer.
Ich würde sagen, gehen wir erstmal kurz nach oben. Obwohl, gehen wir erstmal mit dem einäugigen Pim reden. Den zweiäugigen Pim. Much ado to you, Cassita. Viele herzliche Grüße, Cassita. Der Kämpfer beugt sich schwungvoll. Als er sich nach vorne beugt, rutscht ein goldenes Sonett aus seinem Kragen und baumelt am Ende seiner Kette. Er steckt es weg, als er sich wieder aufrichtet, aber du bemerkst die Eingravierung auf der Vorderseite, die ihn als Inhaber des dritten Sitzes im Consulaco Miss Cassitas kennzeichnet. If you are looking for Ferrante, he is presiding over the Consuelo from his chair. You will find it seated in the center of the chambers ahead. Wenn du Ferrante suchst, er führt den Vorsitz über die Consulaco, also das Konzil, und findest ihn in der Mitte der Kammer vor dir. Otherwise, how might I be of assistance? Wie kann ich dir sonst helfen? Im Benwef soll nett zeigen. Ich will den vierten Sitz im Corsago des Cassitas. Erzähl mir vom Corsago des Cassitas. Ja, das Konzil der Kapitäne. Er dreht den Kopf zu dem Halbkreis aus aufwendig verzierten Stühlen, die auf der anderen Seite des Raumes aufgestellt sind. Es gibt 7 Sitze auf dem Consuelo. Each occupied by a high-ranking captain within the Principe. Seatholders convene to vote on a variety of issues concerning the Principe's well-being. Der Consuelo hat 7 Sitze. Jeder wird von einem hochrangigen Kapitän der Principe besetzt. Die Sitzinhaber kommen hier zusammen und stimmen über eine Vielzahl von Dingen ab, die das Wohlergehen der Principe betreffen. To claim a seat, a captain must have substantial backing and sufficient power, both politically and physically. Ferrante, the last Marchesso, holds the highest ranking seat because the most ships in our entire fleet have pledged loyalty to his flag. Um einen Sitz zu halten, muss ein Kapitän die nötige Unterstützung haben und genug Macht besitzen, politisch und körperlich. Ferrante, der letzte Marchesso, hat den höchsten Rang inne, weil die meisten Schiffe unserer Flotte seine Flagge die Treue schworen. As you can guess, the Sea Wolf, Aldis, commands the second most numerous fleet of ships. As such, she is the second chair and I am the third. Wie du dir denken kannst, befiehlt Aldis die Seewölfin die zweitmeisten Schiffe unserer Flotte. Daher ist sie die zweite Vorsitzende und ich der dritte. Also Aldis, ihr gehört Todeslicht übrigens. Sie scheint aber öfter mal hierher zu kommen. Oder auch nicht. Er massiert sich den Nacken, als wollte er einen Muskel lockern. Vielleicht möchtest du bei der nächsten Sitzung der Consuelo dabei sein. Of what do you wish to discuss today? Ich höre zu, Cassita. Was möchtest du heute besprechen? Gibt es bestimmte Personen oder Orte, um die ich in Stachel seinen Bogen machen sollte? You may have noticed a divide between old blood and the new, by which I mean those who descended from or otherwise hold old Velia in grand esteem. Du hast vielleicht eine Spaltung zwischen dem alten und dem neuen Blut bemerkt. Damit meine ich zwischen jenen, die von Alt-Valia abstammen oder es hochachten. And the varied enough and uncouth recruits we have since brought into the fold. I assure you, the latter was supremely by necessity. Though perhaps I am ill-equipped to throw stones. Und den oftmals wir zusammengewürfelten und pöbelhaften Rekruten, die wir seitdem in die Familie aufgenommen haben. Ich versichere dir, dass dies nur aus reiner Notwendigkeit geschehen ist, aber vielleicht bin ich nicht derjenige, der Steine werfen sollte. As a Cassita of some repute, you will be most welcome in the king's coffin. But you should watch yourself throughout the radiant court. Als Cassita mit einigen Ansehen wirst du im Königssack herzlich willkommen sein. Aber im strahlenden Hof solltest du auf dich aufpassen. Ja, okay. Warum sprichst du wie ein Valianer? Der Captain hebt eine dunkle Augenbraune. I met Ferrante decades ago. Many years I sailed as his first mate before building my own humble fleet. Ich habe Ferrante vor Jahrzehnten kennengelernt. Für viele Jahre segelte ich als erster Offizier an seiner Seite, bevor ich meine eigene bescheidene Flotte aufbaute. Mit einem affektierten Schulterzucken deutet er mit der Hand auf den Raum. When in the Principe, do as the Valians do. Unless, of course, you have no care for tradition or the continued sustainability of our way of life. Like some filthy new blood. Wenn du bei dem Principe bist, verhalte dich wie ein Valianer. Außer natürlich, du kümmerst dich nicht um die Tradition oder die Zukunftsfähigkeit unserer Lebensweise, wie so manches Jungblut. Dann lebe erstmal wohl. Ich will jetzt hier nicht gleich an die große Glocke hängen, dass ich Benwef abgemurkst habe. Captain verrückt.
der Morena ist auf der Rückseite des Stuhls eingeritzt. Verrückter Morena, den haben wir auch kennengelernt. Captain Brutaler Benwef ist auf der Rückseite eingeritzt. Captain Eldis, der Seewolf, ist auf der Rückseite des Stuhls eingeritzt. Da steht natürlich Forante. Captain Forante, der letzte Maresco, ist auf der Rückseite des Stuhls eingeritzt. Captain Zweiaugen Pim ist auf der Rückseite des Stuhls eingeritzt. Captain Goldflosse Chiara ist auf der Rückseite des Stuhls eingeritzt. Und Captain Mare Trivislov ist auf der Rückseite des Stuhls eingeritzt. Also ja, von Dings haben wir ja schon mal gehört. Von ihr hier. Verrückte Morena. Habe ich die zufällig abgemurkst oder... Nein, natürlich nicht. Die verrückte Morena ist die, die den Schmuggelring im Schlund in der Graberstraße aufrechterhält.